Jetzt machen wir mal wieder eine kleine Thermik Aufdreh Lektüre, das sogenannte Thermik-Zentrierverfahren mit der relativ statischen Innenseite. Man sieht es hier auch wieder bei mir. Das heißt, die Innenseite ist relativ statisch. Wie schon mal erklärt, benutze ich dazu die sogenannte Stehgriffhaltung mit Halbschlag. Das heißt, wir nehmen die Bremse von innen, machen einen Halbschlag, halten den Daumen und haben jetzt die Rolle, also den Ansatz, den Knoten der Leine direkt an den Daumen. Vorne sieht man schon jemanden drehen. Und wichtig ist jetzt die Körperfunktion, dass wir wirklich den Körper auf den Tragegurt nehmen. Und man sieht jetzt eigentlich, ich brauche kaum mit der Innenbremse ziehen. Die Innenbremse habe ich hier relativ statisch. Mit der Außenbremse korrigiere ich jetzt mein Steigen. Jetzt gehe ich auf die Luftseite der Thermik. Der Schirm stellt sich ein bisschen auf, dann muss ich auch dementsprechend die Innenseite nachlassen. Ich bleibe aber mit dem Körper drin und kann das ständig mit der Außenseite kontrollieren. Wir müssen aufpassen, dass die anderen Kollegen wir nicht behindern. Man sieht, es geht nur mit der Außenbremse korrigieren. Die Innenbremse ist relativ statisch hier. Am Tragegurt bitte nicht festhalten. Das ist nur, um euch zu zeigen, dass die Innenbremse sehr statisch ist. So, der Kreis ist homogen. Ich kann langsamer fliegen. Und jetzt bin ich auf der Luftseite der Thermik. Jetzt muss ich hinten relativ schnell rum die Außenbremse lösen. Und jetzt komme ich rum und wieder in die Thermik rein. Muss wieder auf die Luftseite fliegen, Außenbremse wieder dazu nehmen. Und somit ist es relativ homogen, das Ganze. Fliegen wir ein bisschen vor, da vorne auf der Luftseite der Thermik steigt immer am besten, wie ich euch schon oft erklärt habe. Und jetzt sind wir wieder im Zentrum, das heißt Oberkörper auf den Tragegurt, Außenbremse lösen und Innenbremse relativ statisch halten. Genau, zeige es euch hier wieder. Und es geht eigentlich nur alles mit der Außenbremse. Super, so zentrieren wir uns hoch. Jetzt ist der Aufwind relativ gleichmäßig. Ich kann fast mit den Steuerleinen komplett homogen bleiben, sieht man hier. Ich korrigiere auch ein bisschen mit dem Körper. Das heißt, wenn es zu schnell rumgeht, kann ich wieder neutral werden. Ja, jetzt geht es wieder hoch. Oberkörper wieder mehr. Ich muss hinten schnell rum. Hinten schnell rum. Super. Und jetzt kommt man wieder auf die Vorderseite der Thermik. Außenbremse wieder leichter zu. Körper wieder ein bisschen neutralisieren. Und wieder schnell rum, Oberkörper auf dem Dreigurt, Außenbremse lösen. Und es geht super homogen hoch. Genau, also wir brauchen kaum, die Innenbremse ist relativ statisch. Brauchen wir nur, wenn es nickt, ich mache mal eine Nickbewegung, um die abzufangen. Das heißt, wenn der Schirm nach vorne kommt, muss ich dann auch mal beidseitig die Bremsen betätigen. Ganz klar, um den Schirm abzufangen. Ansonsten ist das diese Art von Thermik-Zentrierverfahren relativ ruhig. Ihr seht, der Schirm hat kaum Nick- und Rollbewegungen. So muss das auch sein. Es geht super schön hoch. Jetzt sind wir auf 1500 über Meduno. Tolle Ausgangsposition, um ins Flachland rauszufliegen. Jetzt drehen wir mal auf die Basis und dann zeige ich euch die Taktik, wie wir dann draußen im Flachland vorgehen. Jetzt sehen wir auch schon eine wunderschöne Wolke vor uns. Das heißt, wir haben jetzt Gegenwind. Ich habe eine Gleitzahl. Ja, ich könnte noch weiter steigen, ich weiß. Eine Gleitzahl von, jetzt momentan von 6, 7, 8. Jetzt steigt es natürlich wieder. Haben wir überhaupt keine Gleitzahl. Aber solange wir natürlich noch Steigen haben, bleiben wir leicht auf der Bremse, um das ganze Steigen noch mitzunehmen. Das ist ja klar. Minimal zu sinken. Das ist bei mir im Prinzip so, bei meinem Halbschlag die Höhe auf diesen Risern, auf diesen sogenannten C-Risern. Genau. Das heißt, solange ich meine Gleitwinkel sich noch über 15 bewegt, bleibe ich auch noch im Minimalfahrt
Jetzt geht die Gleitzahl langsam runter. Man sieht schon schön die Wolke. Okay, 8, 7. Jetzt geht's ab ins Gas natürlich. Jetzt wollen wir den Schirm beschleunigen. Müssen den Schirm beschleunigen. Und jetzt fliegen wir genau nur noch mit den C-Risern. So, jetzt kontrollieren wir die Nick- und Rollbewegungen nur mit den C-Risern. Ah, es steigt schon wieder. Ich kann wieder ein bisschen aus dem Gas rausgehen und ein bisschen langsamer fliegen. Jawohl, es steigt. Okay. Wieder sinken, wir werden wieder schneller. Die Wolke wartet schon auf uns und dann schauen wir mal. Wenn es dann zum Steigen kommt, dann bin ich wieder bei euch. Bis gleich.